Marcel Proust ist vergleichbar mit Shakespeare, Cervantes oder Goethe. Jeder kennt ihn, nur wenige haben ihn gelesen. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, geschrieben in 14 Jahren, ist mit 1,2 Millionen Wörtern der längste Roman der Welt. Und das Einzige, woran wir uns erinnern, ist, dass Proust Madeleine saß. Warum erinnern Sie Proust an seine Kindheit? Und wussten Sie, dass die Madeleine fast ein Zwieback geworden wäre? Die Verlegerin Jessica Nelson enthüllt die Geheimnisse der großen Bücher, indem sie deren Entwürfe veröffentlicht. Insbesondere die von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Es ist ein wahres Monument aus beschriebenen Seiten, Entwürfen, Kürzungen, ständigen Neufassungen. Proust begann 1908 mit dem Roman, der ihn lange Zeit begleiten sollte. Zur Orientierung gab er seinen Notizbüchern Namen wie Fridolin oder Venusté. Hier wird zum ersten Mal eine Kombination beschrieben, die als der Proustsche Big Bang bezeichnet wird, die in Tee getunkte Madeleine. In der Sekunde nun, da dieser mit Gebäckkrümeln gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Was ist das Besondere an der kleinen Madeleine? Dieses Mini-Gebäck bewirkt etwas im Inneren. Es weckt Erinnerungen. Es ist dieser Moment, in dem ein Geschmack ganz bestimmte Momente im Gedächtnis hervorruft. Bei Madeleine denke ich sofort an meine Kindheit. Um ihre Bedeutung besser zu verstehen, besuchen wir einen Konditor, der zu den französischen Madeleine-Spezialisten gehört. Gilles Marchal, ursprünglich aus Lothringen, wie die Madeleine, hat den kleinen Kuchen zu seinem Emblem gemacht. Der Geschmack, der Geruch, die Form, da kommen sofort Erinnerungen an meine Großmutter auf. Die Tage, die ich mit Onkeln, Tanten und meinen Eltern in der Küche verbrachte. Es ist unser Familienkuchen. Warum hat Proust gerade diesen Kuchen ausgesucht? Durch Gebäck denken wir an den Zucker aus der Kindheit. Das fängt schon als Baby an. Der Milchzucker ist unsere erste süße Erfahrung. Wenn wir älter werden, möchten wir diese Geschmäcker wiederfinden, denn sie wirken beruhigend auf uns. Im Innern ist sie schön luftig und weich. Kommen wir auf Proust und seine Notizbücher zurück. Darin wurde entdeckt, dass die berühmte Madeleine nicht von Anfang an eine Madeleine war. Die Madeleine war zuerst geröstetes Brot. In einem Abschnitt, den Proust wohl für die Zeitung Le Figaro geschrieben hat, taucht sein Erzähler eine Scheibe geröstetes Brot in seinen Tee. Und damit nicht genug, denn das geröstete Brot wird zum Zwieback. Über dieses Hin und Her haben viele Gelehrte schon ausschweifend diskutiert. Für einige ist nur das geröstete Brot wirklich von Proust. Andere sehen den Ursprung des Zwiebacks bei Wagner. Es heißt, die Inspiration habe Wagner verlassen. Doch dank einer wundersamen, göttlichen Eingebung über einen Zwieback konnte er Tristan und Isolde zu Ende schreiben. Warum es schlussendlich die Madeleine wurde? Auch dazu gibt es unterschiedliche Erklärungen. Vielleicht wegen ihrer Süße, ihrer rundlichen Form oder der christlichen Dimension, Maria Magdalena. Und er hat Petite Madeleine mit Großbuchstaben geschrieben, PM. Wie Proust Marcel? Wer weiß das schon? Um einen Krümel wäre die Madeleine also geröstetes Brot oder ein Zwieback geworden. Wie wurde denn diese mythische Textpassage in Frankreich und im Ausland so bekannt? Proust ist im Bereich der Literatur zweifelsohne eine weltweite Referenz. Und es ist etwas Besonderes, dass so ein kleines Ding ihm hilft und ihn führen kann, bei seinem verzweifelten Versuch, die Zeit festzuhalten.